Wer bin ich überhaupt? Ich bin hauptsächlich Student, aber ich bin auch Freelancer in der IT tätig und ich mache auch Freifunk mit und ich entwickle Open Source Software. Mein Steckenpferd im Moment ist das sogenannte MicroG-Projekt, das ich ins Leben gerufen habe, und das Ziel dieses Projekts ist es, die Google-orientierte Software auf Android durch freie Software zu ersetzen. Im Rahmen dieses Projekts bin ich dann auch zu Android Wear gekommen, und deswegen musste ich dieses Protokoll erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich, reverse engineeren. Und das ist im Prinzip das, worüber ich jetzt reden werde. Ja, was kennt man von Android Wear? Die meisten werden sich denken, das geht über Bluetooth. Das war nicht ganz korrekt. Das Protokoll hat auch andere Übertragungswege. Neben Bluetooth geht es auch über TCP, und zwar gibt es da eine spezielle Schnittstelle über die Android Debug Bridge, also die Schnittstelle, über die man Android Devices debuggen kann. Darüber hinaus gibt es auch noch ein sogenanntes Cloud Sync Feature, das nicht so viel eigentlich mit dem Protokoll zu tun hat, aber das ich gleich noch eingehen möchte. Ja, das Relevante an dem Cloud Sync Feature ist, dass es Ende-zu-Ende verschlüsselt, etwas, was man bei Google doch recht selten sieht, weil sie sowas nicht für nötig halten, weil man kann ja Google sein, ne? Also braucht man das nicht. Ja, die Frage, die man sich dann so stellt: Jetzt habe ich so ein Android-Gerät, da wird Bluetooth drauf gemacht, wie komme ich jetzt an die Daten dazwischen? Bluetooth ist, wie ihr vielleicht wisst, verschlüsselt, aber es ist Android und es geht total einfach, denn, voilà, es gibt Debug-Option, und man kann einfach sagen: Hey, gib mir mal den gesamten Bluetooth-Traffic und schreib ihn auf die SD-Karte, dann habe ich den. Das ist sehr praktisch, weil die Ausgabe kann man wunderbar in Wireshark analysieren, und bin damit im Prinzip schon fertig. Fertig heißt, naja, ich kann ein paar Sachen beobachten. Zum einen, ich habe das Ganze dann auch über TCP gemacht, das ist ja ähnlich einfach zu beobachten. Dort liegt gar keine Verschlüsselung vor, also keine Transportvektorverschlüsselung, gar nichts. Kann man also einfach beobachten, und praktischerweise ist das Protokoll auf TCP und Bluetooth das gleiche. Das heißt, ab da habe ich eigentlich nur noch mit TCP gearbeitet, weil es viel einfacher. Man sieht, das ist ein Binary-Protokoll, das ist erstmal doof. Sowas wie JSON wäre ja angenehm gewesen, aber das war auch irgendwie nicht zu erwarten, weil das ist ja im Mobilbereich, man muss hier optimieren, man will wenig Traffic erzeugen, gerade über Bluetooth ist es jetzt auch nicht unbedingt immer das Schnellste. Also ist ein Binary-Protokoll, aber man konnte direkt feststellen, Strings kamen im Klartext durch. Und wer schon mal mit Google-Sachen gearbeitet hat, kann dann relativ schnell auf die Idee kommen, dass sie Google-Protokoll-Buffers benutzt haben. Ich weiß nicht, ob allen Leuten Google-Protokoll-Buffers ein Begriff ist. Das ist im Prinzip ein Serialisierungsformat von Google, was Google entwickelt hat, was eben Binärausgabe erzeugt, relativ effizient ist und relativ schnell auch gebaut werden kann und entsprechend nicht nur von Google, sondern inzwischen auch von sehr vielen anderen Leuten eingesetzt wird. Kleine Anmerkungen: Über TCP wurden zwar die gleichen Inhalte verschickt, allerdings basiert das Protokoll, weil es ursprünglich für Bluetooth auch designt wurde, eben auf Paketen. Bluetooth-Pakete haben eine gewisse Länge, aber im TCP haben wir natürlich einen Stream und sprechen keine Pakete mit Länge. Deswegen ist jeder Eintrag einfach mit so einem kleinen, mit der Paketgröße, die Sie in Bluetooth sehen würden, geprefixt. Dann ist das Ganze auch möglich, das Ganze zu parsen, weil es für Protokoll-Buffers praktisch ist, die Länge des Ganzen zu kennen, damit man nicht unendlich weiterliest. So, jetzt kommt die Frage: Wie reverse engineer ich denn jetzt so ein Protokoll-Buffers-Ding? So, praktisch: Protokoll-Buffers kann man sehr trivial wieder in eine strukturierte Form zurückbringen, auch wenn man das eigentliche Format nicht kennt. Was fehlt, sind natürlich Namen und so weiter der Felder, weil die Serialisierung soll ja optimieren, und entsprechend geht man davon aus, dass das Gegenüber die nicht serialisierte Form selbst erzeugen kann aus diesen Daten. Das heißt, wir haben eine Struktur, aber wir haben keine Namen auf den Feldern. Das heißt, der Rest ist, man schaut sich den Traffic an, und dann sieht man halt Felder, und dann muss man halt gucken, was könnten die logisch bedeuten. Bei Strings ist es meistens relativ einfach. Zahlen kann man, Timestamps natürlich auch relativ einfach erkennen. Wenn man einfach nur willkürliche Zahlen 1, 2, 3 da stehen hat, dann darf man fröhlich raten, aber das geht eigentlich auch ganz gut. Was man bekommt dann, ist das hier.
Das ist das Format, mit dem man Protocol Buffers definiert. Es ist eigentlich relativ einfach. Es sieht so aus wie so ein C-Struct. Das heißt, wir haben einfach untereinander geschrieben die Felder mit den zugehörigen Nummern, die jeweils haben, und dann halt den Typ da dran. Die Namenannotationen, wie gesagt, kommen von mir. Die sind nicht vorhanden. Das heißt, das muss ich mir jetzt ausdenken von Hand des Inhalts. So sieht ein Paket aus, was drüber kommt. Die sehen alle so aus. Jetzt denkt man sich natürlich, Moment, alles da drin, das ist irgendwie doof. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Das ist erstmal nur ein Framing für ein klassisches, wie man es bei klassischen Protokollen wie TCP oder so kennt. Das heißt, wir haben den eigentlichen Payload wird in dem obersten Feld abgespeichert. Im Digest-Feld haben wir halt eine Hash-Summe, um genau zu sein, SHA-1. Ansonsten noch wird mehrere Pakete dann zusammengesetzt. Deswegen zählen wir dort die Nummer des Pakets in einer Kette zusammen, Total Frames, die Anzahl der Pakete, die zusammengebaut werden müssen. Und dann gibt es noch eine QID, das ist einfach eine zufällige Zahl. Dort werden halt die Pakete dann zusammengesetzt aus Paketen, die QID identisch haben. Wenn man hier weitermacht, wird es komplex. Damit das klar wird, wie das funktionieren kann, danach müssen wir erstmal gucken, wie denn eigentlich das Android Web überhaupt funktioniert. Dazu kann man auch mal ein bisschen Dokumentation, gibt es ja immerhin schon, nicht zum Protokoll selbst, aber was man damit machen kann, weil Google legt ja schon APIs dafür zur Verfügung. Da gibt es drei Kommunikationsprimitiven, die man benutzen kann. Die heißen halt Channel, Data, Item und Message. Die Namen kommen aus der Google-Dokumentation. Ob die so gut gelungen sind oder nicht, kann man darüber streiten, aber das lassen wir mal außen vor. Channels zumindest bietet sich der Name an, denn es handelt sich dabei einfach um eine Stream-Verbindung, kann ich fast vorstellen wie eine TCP-Verbindung. Wir haben Acknowledgements, das heißt, wir können überprüfen, ob auch alle Pakete angekommen sind. Das Ganze funktioniert synchron, das heißt, es geht nur dann, wenn auch beide Seiten verfügbar sind. Daneben gibt es noch Data-Items. Data-Items werden im gesamten Netzwerk verteilt. Das heißt, beim Android Wear gibt es halt tatsächlich ein Netzwerk im eigentlichen Sinne und nicht irgendwie nur die Bluetooth-Verbindung, sondern wenn man mehrere Geräte hat, können die sich zu einem Netzwerk verbinden. Das ist erstmal nicht unbedingt sinnvoll oder notwendig, wenn man darüber nachdenkt, dass die meisten Leute wahrscheinlich eigentlich nur mit dem Smartphone und einer Smartwatch rumlaufen, und ansonsten wird das Gerät auf ungefähr keinem, wird das Protokoll auf keinem Gerät implementiert. Es gibt eine technische Blockade, die Google eingebaut hat, die vom Protokoll her nicht notwendig ist, aber die sie halt eingebaut haben, und das ist, dass man in einem solchen Netzwerk nur ein Smartphone haben kann. Das heißt, im Prinzip relevant ist das Ganze nur für die Leute, die ein Smartphone und mehrere Smartwatches haben. Ich glaube, davon gibt es jetzt nicht so viele. Aber immerhin kann man in einem solchen Netzwerk dann diese Data Items komplett sharen, die werden jetzt im gesamten Netzwerk verteilt. Die kommen halt an, und vielleicht kommen sie auch nicht an, denn es gibt keine Acknowledgements. Dadurch, dass es aber auch keine Acknowledgements gibt, kann man das Ganze auch asynchron machen. Das heißt, man speichert was ins Netzwerk ab, und wenn mal so eine Smartwatch dazukommt, dann kann die das empfangen, und wenn dann noch eine andere dazukommt, dann bekommt die es halt auch. Es sind einzelne Pakete, kein Stream. Und entsprechend kann man, die Größe ist entsprechend auch beschränkt. Und zwar nicht wirklich logisch, sondern einfach willkürlich auf genau 5000 Byte. Ist deswegen auch notwendig, dass trotzdem eins von diesen Paketen über mehrere Bluetooth-Pakete geleitet werden, weil Bluetooth ist in der Größe eben die Paketgröße auch beschränkt. Als dritte Form gibt es noch die Messages. Das soll laut Google genau sowas sein, dass wie ein Channel, eben auch gerichtet an eine einzelne Person und mit Acknowledgement, allerdings dafür asynchron und eben auch paketbasiert und nicht als Stream. Warum ich sage laut Google, Messages gibt es im Protokoll gar nicht, die haben einfach Data-Items genommen und schicken die durch die Gegend und sagen halt dem anderen, acknowledge das mal, dann haben wir Data-Items mit Acknowledgement und dann sind wir bei Messages. Das ist also eigentlich nichts Spezielles. Außerdem kann man über das Cloud-Sync-Feature ausschließlich Data-Items übertragen werden. Das ist auch irgendwie logisch, denn sonst müsste man ja einen direkten Stream zu einem Gerät machen, über das man eigentlich, wie der Name schon sagt, eigentlich nur synchronisieren will. Das ist halt nicht möglich oder vorgesehen. Wie gesagt, Cloud-Sync benutzt nicht das gleiche Protokoll, aber hat eben eine Kompatibilität damit.
Dann gibt es noch ein paar weitere Sachen, die bei Google nicht dokumentiert sind, aber die gibt's. Ich habe schon gesagt, die Data-Items sind in der Größe beschränkt. Und das ist ein Problem, weil wenn man Bilder oder so übertragen möchte, weil man ja vielleicht das Foto von einem Kontakt anzeigen möchte, wenn der angerufen wird, dann muss man irgendwie auch mal ein bisschen mehr übertragen können. Und deswegen ist es möglich, sogenannte Assets zu verschicken. Das sind halt normalerweise Bilder, in fast allen Fällen handelt es sich dabei um Bilder, aber wenn man eine Anwendung auf der Watch installiert, dann kann es sich dabei auch eben um so eine APK-File oder eben prinzipiell ist es auch möglich, beliebige Sachen darüber zu verteilen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, einen RPC-Request abzusetzen, also eine bestimmte Anfrage, die ans Android-System orientiert ist. Das heißt, im Android werden Anwendungen mit bestimmten Anfragen gestartet, sogenannten Intents. Und mit so eins kann man halt im Prinzip definieren und über das Netzwerk an ein bestimmtes Gerät verteilen. Und wenn die Nachricht angekommen ist, dann wird halt das ausgeführt. Es gibt keine Garantie, dass es ankommt, aber wenn es dann da ist, dann kann man auf dem Gerät im Prinzip entsprechende Anwendung ausführen, wie man lustig ist. Das Protokoll hat auch noch Heartbeats, die sind total sinnlos, aber sie werden gemacht. Also die bringen absolut gar nichts, weil Bluetooth hat ein eigenes Heartbeating-System und entsprechend über TCP hat man auch Heartbeats, es ist also völlig sinnlos, aber sie gibt's. Also sie sind da. Man muss auch nicht darauf reagieren, also wenn du in deinem Client deine Heartbeats nicht implementiert hast und entsprechend nicht dein Heartbeat-Akt verschickst, dann ist das auch okay, weil es interessiert auch absolut niemanden. Was gibt's da noch zu? Was war das denn? Sorry, wie auch immer. Data-Items, ich habe es schon angesprochen, ich möchte noch ein bisschen mehr darüber reden, weil das ist die eigentliche Kernkomponente. Die Channels werden so gut wie nicht benutzt, ausschließlich in einigen wenigen Anwendungen, die darüber Live-Daten übertragen wollen. Zum Beispiel kommt das in der Google Maps-Anwendung für die Smartwatch vor. Wenn keine Internetverbindung auf der Smartwatch selbst besteht, dann kommuniziert die über einen solchen Channel mit der Google Maps-Anwendung auf dem Smartphone, aber sonst eben gar nicht. Und deswegen werde ich auch nicht so viel Zeit darüber reden, weil es eben nur im Prinzip sich verhält wie eine TCP-Verbindung. Für den Data-Items lässt sich mehr sagen, zum Beispiel, wie sie übertragen werden. Das funktioniert so, dass jedes Data-Item so eine Sequence-Nummer bekommt, die für jeden Node einzeln hochgezählt wird, also jedes Mitglied im Netzwerk. Das erlaubt es, werden dann eben identifiziert, diese Data-Items, und zwar weil das Ganze auf Android ausgerichtet ist, benutzt man die typische Identifizierung, die man unter Android benutzt, um Anwendungen zu identifizieren. Das ist der Name des Pakets. Und an dieser Stelle haben sie sich außerdem noch die Mühe gegeben, die Signatur des Public Keys, mit dem dieses Paket signiert wurde, dazu zu packen. Das hat den Hintergrund, dass wenn man die Anwendung deinstalliert und eine andere Anwendung mit einem anderen Public Key installiert, dass dann entsprechende Pakete nicht mehr empfangen werden können, weil die Pakete bleiben ja im Netzwerk erhalten und entsprechend können sie danach wieder abgerufen werden, wenn das nicht der Fall wäre. Außerdem wird jedem so einem Data-Item noch zusätzlich eine UI hinzugefügt, die im Prinzip das System nicht sonderlich interessiert, aber die Anwendung benutzen kann, um es auszulesen und die auch als Identifier agiert. Das heißt, auf jedem Gerät kann für jeden Node, für jede Anwendung und dann zusammen mit diesem Identifier auch nur ein Data-Item existieren. Außerdem müssen in jedem Data-Item erwähnt werden, welche Assets darin referenziert werden. Wenn das nicht passiert, kann man sehr leicht sehr lustige Sachen mit den Geräten machen. Das ist total toll, weil in der Implementierung, die Google vorgibt, werden referenzierte Assets versucht direkt aufzulösen. Wenn die nicht vorhanden sind, gibt es eine Null-Pointer-Exception und den gesamten Smartwatch fliegt dir um die Ohren. Du kannst sie danach nicht mehr benutzen, bis du sie komplett resettet hast. Was nicht geht, weil das Interface blockiert ist. Das heißt, viel Spaß beim Anschließen deiner seriellen Schnittstelle. Was gibt es noch zu Data-Items zu sagen? Wenn du mit einem Gerät verbunden bist, über zum Beispiel eine Bluetooth-Verbindung oder über eine TCP-Verbindung, dann wird ein Data-Item, wenn es abgespeichert wird, direkt darin übertragen, sodass man live eine Notification bekommt, da ist jetzt ein neues Data-Item. Zum Beispiel, das ist eigentlich der typische Use Case, zum Beispiel, wenn du eine Notification auf deinem Smartphone bekommst und die auf deine Smartwatch übertragen werden, dann passiert das eben genau über ein solches Data-Item und das wird halt genau dann live gepusht, weil die Verbindung eben besteht. Wenn eine Verbindung nicht besteht mit einem Knoten und der sich danach anschließend verbindet oder wenn der Knoten bisher noch nie im Netzwerk vorhanden war,
schickt er eine Anfrage an den Knoten, mit dem er sich verbunden hat, und sagt ihm, ich kenne folgende Details über das Netzwerk, ich kenne diese Knoten in diesem Netzwerk, und von den Knoten habe ich bis zu der folgenden Sequence-ID ein Data-Item bekommen. Schick mir mal alles, was du noch kennst, und dann kommt eben die Antwort dazu, und entsprechend kann so das gesamte Netz sauber synchronisiert werden, ohne dass unnötige Sachen übertragen werden. Wenn man ein Asset referenziert, muss man das auch immer Gerät übertragen, bevor man das Data-Item überträgt. Das heißt, die Assets müssen vorher vorhanden sein, und es ist Aufgabe des sendenden Geräts, das zu überprüfen. Wenn man ein Data-Item schickt, ohne dass das Asset schon vorhanden ist, tritt eben genau das gleiche Problem, was ich eben erwähnt habe. Dieses Gerät wird unbrauchbar. Wenn es Änderungen gibt, ja, ich habe schon gesagt, wir haben einen eindeutigen Identifier für jedes Data-Item. Das heißt, eine Änderung pusht man einfach, indem man eine neue Version mit derselben ID pusht, dann hat man eine Änderung übertragen. Das bekommen alle wunderbar mit. Löschen von Data-Items funktioniert ähnlich genial. Wir haben, so sieht so ein Data-Item im Netz aus, und da gibt es so ein tolles Bool, deleted, juhu, es ist deleted. Es wird gespeichert, aber es ist laut Gerät dann nicht mehr verfügbar und wird wunderbar auch allen Leuten weiter synchronisiert, dass es gelöscht wurde, also inklusive der Daten, weil die braucht man, um zu wissen, dass es gelöscht wurde. Was gibt es noch? So sieht so eine Synchronisierungsanmeldung aus. Ich habe schon gesagt, es gibt eben die Device-ID und dann die Last-Known-Sequence-ID, wird in der Tabelle übertragen und zusätzlich noch eine Versionsnummer des Protokolls. Das ist eigentlich relativ einfach. So, Demo wäre jetzt eigentlich geplant gewesen, aber das funktioniert nicht, ist aber auch nur kurz. Ich kann grob sagen, was schon geht. Ich habe ein bisschen was zum Protokoll ja erzählt. Ich habe noch gar nicht das gesamte Protokoll reverse engineert. Das heißt, was ich gefunden habe, habe ich jetzt mehr oder weniger vorgetragen. Ein bisschen mehr auch noch, aber hätte ich auch noch gefunden, aber das wäre ein bisschen langweilig geworden. Also hätte ich jetzt eigentlich eine Demo gemacht, und da wäre zu sehen gewesen, wie ich eine Nachricht an die Uhr verteile und danach wieder zurückbekomme, nachdem ich mich mit einer neuen Client verbinde in dasselbe Netzwerk. Ist aber jetzt nicht da, aber man kann es sich ja vorstellen, es funktioniert so, wie ich es dokumentiert habe, wie ich es gerade erklärt habe, und ist also kein Problem. Wenn jemand daran interessiert ist, an dem Projekt mitmachen möchte, vielleicht beim Reverse Engineering helfen oder auch bei der Implementation helfen, weil das Ganze, wie ich erwähnt habe, mache ich im Rahmen dieses MicroG-Projekt, und da brauchen wir auch eine gute Implementation, die dann auch auf dem Android-Gerät ausgeführt werden kann, sodass es im finalen Zustand dann möglich sein soll, sein Android-Wear-Gerät auch auch auf freie Software zu betreiben und dafür nicht auf Google Software angewiesen zu sein. Wäre super, wenn jemand auf die Webseite dazu drauf guckt. Da habe ich die ein bisschen zusammengefasst, die Informationen, habe ich zwei Links bereitgestellt. Und wenn ihr euch für das Projekt auch interessiert, in dem das Ganze abläuft, und vielleicht mal auch ausprobieren wollt, seid ihr jetzt auch herzlich eingeladen. Eben auf dieser Webseite findet man das. Und wenn ihr mich kontaktieren wollt, geht das unter dieser E-Mail-Adresse. Ansonsten bin ich jetzt auch offen noch für Fragen. Keine Fragen. Keine Fragen. Okay, dann halt nicht.